dieser Übung wollen wir den Trizeps trainieren und wir wollen die hintere Schulterbeweglichkeit fördern. Grundstellung, hüftbreiter Stand, den Stab einfach locker in die Handflächen legen. Auch da hätte ich wieder die Möglichkeit, nach außen zu ziehen, um noch etwas mehr Kraft umzusetzen. Die Arme nach hinten bewegen, soweit die Beweglichkeit es zulässt, ohne dass ich mit dem Oberkörper ausweiche. Dadurch spannt sich der Trizeps an und die Schulter wird trainiert. Und wieder zurück. Noch einmal.